Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind wieder hier unterwegs. Ich weiß nicht mal wo. Und, oh, war da der PKW? Wollte der auch hier rein? Entschuldigung. Sorry. Ja, unterwegs in Richtung Italien mit Motorrädern. Und hoffen, dass wir hier jetzt soweit mal durchkommen. In der letzten Folge hatten wir ja an der einen Grenze massiv Probleme. Weil dort hier quasi auf dem Standstreifen überall LKW standen. Und vor uns der LKW sich einfach mal quer über beide Spuren gestellt hat. Die beiden verbleibenden. So dass wir nicht vorwärts konnten. Links neben uns parkte ein Bus. Der konnte ja auch nicht mehr weiter, weil da der LKW auf der falschen Spur stand. Oder auf beide Spuren stand. Und ja, hinter uns standen PKWs. Und somit ging genau gar nichts mehr. Ich hoffe mal, den Unfug lassen die hier jetzt wieder. Ich bin ja mal so frei und halte mich daran, dass wir hier auf dieser Spur fahren müssen. Und hoffe, dass hier kein LKW-Fahrer wieder auf so dumme Ideen kommt. Sondern wir tatsächlich durchfahren können. Ja, okay, da ist frei. Gut. Ist auch noch frei, dann ziehen wir durch. Naja, durchziehen ist jetzt auch übertrieben. Weil, Zahlermann und Söhne, Mautstation. Und weiter geht's. Hoffen wir, dass wir gut durchkommen, weil wir haben noch 15 Stunden oder so vor uns. Okay, da sollte ich nicht drüber. Da ist ein PKW. Jetzt dürfen wir wieder nur 80. Schade. Schade, schade, schade. Aber den da überholen wir jetzt mal. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss einfach sein. Den da. Wir bleiben auf der linken Spur. Sind ja nicht in der Realität unterwegs. Zagreb. Ja, das kenne ich sogar. Sind hier ja nicht in der Realität unterwegs, da darf man auch mal die linke Spur ein bisschen blockieren. In Real sieht sowas immer anders aus. Ich glaube, wir sollten darüber. Baustelle und so. Es ist auch immer schick, wenn man im Multiplayer unterwegs ist und aus dem Vordermann kommt plötzlich so eine Baustelle raus. Weil der dieses Random-Event nicht hat. Weil die sind nicht synchronisiert, die sind tatsächlich einfach clientabhängig. Ja, das kann dann schon mal interessante Folgen haben.
Weil da muss man entweder sehen, dass man A vorher zum Stehen kommt, wenn neben einem einer ist, oder dass man irgendwie fix ausweichen kann. Beides nicht so das Highlight. Aber vor dem Problem steht man dann manchmal oder steht eben nicht, sondern fährt. Aber es ist immer wieder ganz lustig. Einfach weil da halt die anderen Fahrer nicht unbedingt KI sind. Auch, aber nicht nur. Und die verhalten sich halt doch ganz anders als wie die KI. Müssen wir... hätte ich hier rausfahren sollen? Hätte ich hier rausfahren sollen, kommen jetzt wieder die nächsten 2 Stunden keinerlei Parkplätze. Vielleicht an den Mautstationen. Ich bezweifle es gerade noch ein wenig. So, da ziehen wir dran vorbei. Der fährt mir nämlich zu langsam. Der fährt ab. Okay. Dann halt so. Auch keine Einwände. Auch keinerlei Einwände. Ja, in der letzten Folge habe ich schon erzählt, bin jetzt letzte Woche zweimal mit der Flauschi auf Twitch im Multiplayer gefahren. Und macht super Laune. Und ja, mal schauen, wird, denke ich, des Öfteren immer noch mal wieder passieren. Auch wenn jetzt erstmal ein anderes Spiel bei ihr dann die Woche ansteht. Aber wird immer mal wieder vorkommen, denke ich mal. Und ja, freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Waren dann auch noch ein paar andere, die aus dem Chat her mitgefahren sind. Auch wenn sie dann noch nicht im Discord waren, aber... War ganz nett. Man sieht ja dann, wer da an einem vorbeifährt und weiß, wer da im Chat unterwegs ist. Und die meisten hatten den Namen zumindest ähnlich. Ja, ich weiß. Ich weiß es. Ich hätte wirklich da Rast machen müssen. Jetzt ist wieder weit und breit nichts. Nothing, nada. Einfach nichts. Vielleicht haben wir Glück und an der Mautstation, sonst müssen wir dann da in Zagreb runterfahren und dort eine Tankstelle oder also einen Parkplatz suchen. Schauen wir mal. Ich hoffe einfach auf die Mautstation. Wir können wieder rüber. Gucken wir mal. Ja, ich weiß es. Ist mir bewusst. Und dir, liebes Spiel, sollte es bewusst sein, dass ich dagegen im Moment genau gar nichts machen kann. Hier ist nämlich nichts. Absolut nichts. Gar nichts. Keine Abfahrt.
kein Rastplatz, keine Tankstelle, keine Mautstation. Nichts. Ich kann nirgends halten. Da ist ein Rastplatz. Zumindest auf der anderen Seite. Vielleicht haben wir Glück und auf unserer auch. Ja, sieht so aus. Auf unserer ist auch einer. Halleluja, sag ich da nur. Da müssen wir mal gucken, wo wir hier hin müssen. Wo der denn ist. Ich fahre einfach mal ganz hier rechts rüber. Da ist er. Da ist er. Halleluja. Und er wird als solcher erkannt. Motor aus, gute Nacht. So, und wir haben wieder Tag. Das ist natürlich ein sehr positiver Nebeneffekt. Ich sollte nicht im 10. Gang anfahren. So. Straßen sind frei, das ist auch gut. Perfekt, perfekt. Ja, so haben wir uns in der letzten Folge ja auch nur aus der verklemmten Situation retten können, an der Grenze. Ich habe das Spiel beendet. Neu gestartet. Weil wir bleiben ja an der gleichen Stelle dann stehen. Aber der KI-Verkehr ist erstmal weg. Ich weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt. In so einer völlig verkeilten Situation irgendwie da wieder rauszukommen. Falls es jemand weiß, darf es mir gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich konnte nicht mal den LKW vor mir wegschieben, da ging einfach nichts. Da ging überhaupt nichts. Und das ist dann schon schwierig, ne? Weil man steht dann da. Kann ich nach links, kann ich nach rechts, kann ich nach vorne, kann ich nach hinten. Ja, und nach oben wird schwierig für einen LKW. Fliegen können sie leider nicht. Schwierige Situation, sowas. Hatte ich ehrlich gesagt auch noch so extrem nie. Im American Truck Simulator war mal ein Unfall. Da konnte ich aber mit ein bisschen Schieben dran vorbeifahren. Und ja, so richtig blockiert hatte ich es hier im Euro Truck Simulator noch gar nicht. Da kam man eigentlich, wenn mal was war, immer gut drumherum. Deswegen, ach, hier sind wir schon mal gefahren, okay. Da sind wir von oben gekommen und, naja, sind auch schon von rechts da gekommen, okay. Hier waren wir schon mal. Dass da die Lücken sind, das liegt einzig und allein in der Regel daran, dass sie dann hier die Kreuzung irgendwas geändert, neu gemacht haben. Und das Stück ist dann natürlich als unbefahren markiert. Hier genauso. Da haben sie dann irgendeine Kleinigkeit geändert. Was auch immer. Und dann wird das Ganze als unbefahren markiert. Ja, hier sind wir aber schon mal gewesen. Das ist auch nicht schlecht. Gerade mal ein bisschen so nebenbei drauf achten, was OBS so tut. Weil ich habe das jetzt letztens auf eine neue Version aktualisiert. Nachdem ich mitbekommen habe, dass die Version, die ich hatte, einen Bug hatte, nämlich den Bug, dass sie keine Updates lädt.
Hat mich schon gewundert, weil die lief schon relativ lange. Und dann hatte ich eben bei der Flauschi, wo ich jetzt im ETS Multiplayer mit dabei war, halt mitgekriegt, dass sie jetzt kürzlich ein Update bei OBS hatte. Und ich habe mich gewundert, wie kürzlich. Ich habe schon ewig keins mehr gehabt. Und da sagte sie mir halt, dass es da eine Version gab, wo das nicht automatisch machte. Wir halten uns dran und fahren dort lang, wo die LKWs langfahren sollen. Hier könnten wir auch Rast machen. Jetzt brauchen wir es aber nicht mehr. Grenze. Da fahren die LKWs auch geradeaus. Das hätten wir also auch einfach tun können. Was machst du da? Das ist Absicht, oder? Das ist Provokation, meine liebe KI. Deren Spur endet im Nichts, so mehr oder weniger. Das ist aber bitter. So, wir sind in. Wo sind wir? Hab's jetzt nicht gesehen. Ich war gerade mit Bremsen beschäftigt. Komm, fahr. Ich war mit Bremsen beschäftigt. Wir dürfen wieder 90, ja, das ist ja mega. Neunzig ist immer gut. Da können wir Kilometer machen. Muss gleich mal gucken, wie weit wir es jetzt schon geschafft haben. Weil ich wollte gucken, dass ich Minimum 7 Stunden pro Folge schaffe. Fahrzeit. Dass wir den Auftrag fertig kriegen. Weil es kann natürlich immer sein, wir sind jetzt dann Ende nächster Folge, auf jeden Fall kurz vor dem Ende des Auftrags. Und dann wäre es mega doof, wenn genau dann jetzt das DLC käme und ich das nicht laden könnte, weil ja dann unser Auftrag weg wäre, weil dann hätten sich die Straßen, also die Karte wieder verändert und dann wären wir nach Köln zurückversetzt. Wäre mega uncool. Deswegen, möchte ich den eigentlich ganz gerne fertig kriegen. Und da wir 21 Stunden Fahrzeit hatten, jetzt haben wir noch 9, das heißt 2 Stunden müssen wir auf jeden Fall noch. Ja, machen wir die Folge auch einfach wieder ein bisschen länger. Gibt es diese Woche 3 längere Folgen. Der ist schneller als ich dachte. Oh, der war auch schneller als ich dachte. Entschuldigung. War keine Absicht. Haben wir was kaputt gemacht? Nö. Geht. Ladung ist ganz, das ist mal das Wichtigste und der Anhänger gehört uns nicht. Da zahlen wir auch, glaube ich. Also wir kriegen halt weniger Vergütung, als wenn wir mit eigenem Anhänger fahren würden, wegen Miete und so. Aber wenn der Anhänger Schaden hat, da zahlen wir nichts. Von dem her, alles gut. Gerade überlegt, ob wir hier wieder auf neuem Gebiet unterwegs sind, aber nee, es ist gelb markiert alles da drunter. Man sieht es so ganz leicht. Das war erst eindeutig die Strecke, die wir auch damals wohl gefahren sind.
Oh, ich darf nur 80. Ups. Ups. Jetzt dürfen wir 90. Jetzt können wir aber nicht. Sind. So, jetzt geht's wieder. Der fährt zu langsam. Warum langsamer als 90 fahren, ne? Wenn man doch 90 fahren darf und kann. Gibt nichts, was dafür spricht. Im Moment kann ich es nicht, aber bald wieder. Tanken, nö, müssen wir noch nicht. Tanken müssen wir noch nicht, da können wir noch durchfahren. Haben immer noch halb voll, das passt. Alles gut. Wir haben noch 8 Stunden Restzeit, bis auf 7 müssen wir auf jeden Fall runter, eher noch ein bisschen weiter, dass wir dann auch noch einparken können. Da müssen wir abbiegen. Venezia. In Richtung Venezia. Da ist frei. Da ist frei, dann fahren wir doch einfach dran vorbei. Ja, mit so Tunneln ist immer gefährlich mit der Wand am Rasen, also weil die Wölbung haben. Da kann es schnell mal sein, dass es in der Mitte passt und am Rand nicht mehr. Das, ja, ist dann immer verheerend. Aber, ja, LKW-Fahrer wissen es ja meistens und gerade auf der Autobahn sind die natürlich auch hoch genug, die Brücken. Da passiert dann nichts. Sollte nicht. Weil sich auch schon mal der ein oder andere mit seiner Ladung verschätzt hat. Ein ganz krasses Beispiel war vor, das ist jetzt auch schon, glaube ich, 4, 5 Jahre mindestens her. Nee, länger. 6, 7, 8. Wo in, auf der A5 vor Frankfurt oder bei Mannheim auf der Höhe, glaube ich, jemand mit dem Bagger sich verschätzt hat und unter der Brücke hängen geblieben ist und die dann abgerissen werden musste. Weil statisch kaputt. War genau am Wochenende vorher, also war an einem Wochenende passiert. Und nach dem, also an dem folgenden Wochenende wollte ich dann Richtung Kassel hochfahren. Oder bin auch Richtung Kassel hochgefahren. Und da war natürlich mal die A5 die ganze Zeit gesperrt. Erst wegen der baufälligen Brücke und dann noch wegen den Abrissarbeiten. Weil von heute auf morgen geht das ja auch nicht. Und ja, da war die halt einfach mal komplett zu. Fahrt ihr bitte da vorne? Steht da irgendwas von anhalten? Tut es.
Okay. Ich dachte, das wäre Telekart, aber falsch gedacht. Jetzt müssen wir hier rüber. Richtung Milano. Wir wollen ja nach Italien, ne? Mit unserer Ladung hier. Ist zumindest kein Fehler. Venezia, genau. Nicht Klagenfurt, sondern Venezia. Da sind wir richtig. Und wir sind zu schnell. Ja, danke für die Erinnerung. Nicht. 80 dürfen wir hier nur. Die 90 waren in dem letzten Land, nicht in diesem. Gar nicht drauf geachtet, wo wir jetzt sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal über die Grenze gefahren und nicht geguckt. Sind wir in Italien oder Österreich? Was kann ich wohl mal langkommen von der Strecke her? Bin ich etwas überfragt? Vielleicht sehen wir es anhand der Ortschaften, wo wir jetzt durchkommen oder vorbeikommen. Wäre noch eine Möglichkeit. Das ist erstmal Tankstelle. Chip. Der Beschilderung nach zu urteilen, würde ich vermuten, wir sind hier in Italien, oder? Liege ich da falsch? 6:32 haben wir noch. Ja, dann würde ich doch sagen, beenden wir an dieser Stelle auch die Folge. Ich sage da mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir als Station, ja, wir sind in Italien. Ja, wenn wir unsere Ladung dann auch hoffentlich heiler abliefern. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.